Ja, ein freudiges und freundliches Hallo in die Runde. Tag auch. Ich bin wieder zurück. Meine Reha-Kur ist beendet. Und ich muss sagen, sie war ein voller Erfolg. Die gesteckten Ziele von mir sind weitestgehend erreicht. Und ich habe also in der Zeit auch sehr viel gelernt. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, meine Backen, meine Wangen sind etwas schmaler geworden. War auch zwingend notwendig. Ich habe also in den 4 Wochen 9 Kilo abgenommen, habe also in der Zeit auf jegliche Art von Alkohol, Süßigkeiten, Kuchen und dergleichen mehr verzichtet und es fiel mir auch überhaupt nicht schwer. Die Reha-Maßnahmen waren fantastisch, Fango, Massage, Physio, alles bestens. Sogar die Rückenschule hat weitestgehend Spaß gemacht, weil für Gymnastik war ich noch nie so recht zu haben, aber ich habe gemerkt, es hat mir sehr gut getan. Ja, was nicht so gut war, wir hatten keinen Kühlschrank auf dem Zimmer und so habe ich also an Getränken Zimmertemperatur warmes Wasser bei 30 Grad Außentemperatur und abends ein Kännchen Friesentee getrunken und an diesen beiden Getränken habe ich mich dann 4 Wochen lang am Leben gehalten. Und man muss Ziele haben, ganz einfach, wie überall im Leben, realistische Ziele und sollte dann versucht sein, sie zu erreichen. Und ich denke mal, wenn man diese Ziele als gute Idee versucht zu verfolgen, so muss natürlich auch eine gehörige Portion Wille und Kraft dazu aufgebracht werden. Denn ja, in 4 Wochen 9 Kilo abnehmen, das ist schon eine Nummer. 10 hatte ich mir eigentlich angedacht, aber ich betrachte das trotzdem als Erfolg. Jeden Abend mindestens 1 Stunde Ergometer fahren, Kraftraum, während andere in den Kneipen hingen. Und ja, das Ergebnis ist sichtbar. Und ich denke mal, ich darf jetzt das Begonnene weitermachen und darf wieder sportliche Aktivitäten aufnehmen. Und das, was ganz eingeschlagen ist bei mir. Ich denke mal, in Bad Oeynhausen habe ich also den Grundstein und die Basis für weitere Gewichtsreduzierung gelegt. Ja, was muss ich sagen? Wir durften auf dem Zimmer nicht rauchen, auch nicht im unmittelbaren Klinikbereich. Und so musste ich das dann beschränken auf wunderbare Waldwege, wunderbaren Spazierwegen, Jogging, Radlerwegen. Und kam da auch auf meine Kosten, wenn auch von der Menge her nicht so wie zu Hause. Und ich muss sagen, ich habe ja schon hier und da die ein oder andere Pfeife auch mal bei einem Spaziergang zu Hause geraucht. Habe auch schon, und das mache ich auch nach wie vor, meine Pfeife auf der Terrasse geraucht. Aber ich habe da unten eine Erkenntnis erhalten, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein, denn der Tabak wollte einfach nicht so richtig schmecken. Und je nachdem, wie dann auch noch der Wind geht, dann muss man sich manchmal rumdrehen und muss schauen, ob die Pfeife überhaupt noch raucht. Und ja, deshalb sage ich für mich persönlich, der Rauchgenuss in einem geschlossenen Raum ist also deutlich höher. Und ich würde ihn taxieren, wohlwollend mit 80-20. Also höchstens 20% des eigentlichen Rauchgenusses kommt in der freien Natur mir geschmacklich entgegen. Ja, was ist passiert noch in der Kur? Ich muss sagen, wie gesagt, alles hat mir sehr gut getan. In einer Woche hatte ich so viel Obst gegessen wie hier zu Hause im ganzen Jahr nicht. Und ja, jetzt geht es einfach weiter und ich bin jetzt wieder online und habe schon festgestellt, das sind ungefähr 40 Videos, die sich angesammelt haben. Da muss ich mal schauen, wie ich damit umgehe. Ja, und ich habe es noch nicht gesehen oder gehört von der Community her. Daher möchte ich es nochmal erwähnen. Vielleicht wissen es auch viele noch nicht. Der weltberühmte Pfeifenmacher Paul Ilstedt ist leider verstorben. Und das bedeutet, dass mittlerweile ja schon seine Pfeifen als Ästhetpfeifen durchaus so um die 1000, 1500 und mehr Euro gekostet haben. Dann weiß man, was die Pfeife für einen Neuwert hatte.
Und ich denke mal, in naher oder etwas fernerer Zukunft werden auch diese Preise exorbitant steigen. Ja, das war es dazu zu sagen. Dann habe ich natürlich einen Besuch gemacht, denn es gibt ja auch Freizeit an einem Samstagnachmittag, wenn keine Anwendungen sind. Da habe ich mich dann mal auf die Socken gemacht und bin nach Bielefeld gefahren, in das Tabakhaus Krüwel. Und ich muss sagen, so langsam kriege ich Probleme mit meiner Tabakverwaltung. Denn vor einiger Zeit hatte ja der Björn mal den Germains Special Latakia Flake präsentiert und ich habe ihm auch da drauf geschrieben und habe gesagt, sieht so aus wie Mainstream-Tabak, sicherlich an jeder Straßenecke erhältlich und ob das mein Ding ist. Und darauf antwortete mir dann der Björn und sagte, nee, nee, so ist das nicht, das ist ein ganz toller Tabak. Und ich durfte ihn dann auch in Loma probieren. Und war gleich von der ersten Pfeife an ab und weg und habe dann gleich schon den Sonntag hier zu Hause versucht, nach der Rückkehr aus Loma diesen Tabak zu bekommen. Aber er war deutschlandweit vergriffen und auch über die Grenzen hinaus war absolut nichts zu machen. Und ja, ich habe ihn dann bestellt, so er denn eintrifft. Und da sind jetzt erstmal 6 Dosen. Wenn ihr richtig zählt, das sind nur 5, aber ich habe ja schon eine im Anbruch. Also, was lernen wir daraus? Erst wenn man probiert hat, sollte man eine endgültige Meinung fassen. Ja, ich habe einige Proben mitgebracht, 3 an der Zahl, und die haben mir sehr zugesagt von Krüwel. Und ich möchte aber dazu jetzt noch nichts sagen, weil ich mich persönlich außerstande fühle, einen Tabak zu reviewen, wenn ich ihn noch nicht kenne. Und da sind zu viele Faktoren, die da hineinspielen, die das Geschmacksbild dann doch kräftig täuschen können. Da ist die Tagesform ist mitentscheidend, da ist der Gemütszustand und nicht zuletzt der mögliche Crossover einer Pfeife, die da gehörig dazwischen funken können. Also möchte ich die Proben, die mir gut schmecken, und das sind diese 3, möchte ich dann ganz gerne erstmal als Dose mehrfach probieren, bevor ich dazu was sage. Aber einer ist mir ganz besonders aufgefallen, ich zeige ihn euch mal vom Tabaksbild her. Das ist die Nummer 45 und leider schon zerflettert, aber der Flake ist sehr leicht und sehr bröselig. Ja. Und dieser Tabak hat den Namen das Streifenhörnchen. Da sagte ich zunächst mal schon, den kenne ich, den mag ich nicht. Aber es ist ja eine Hausmischung. Und den ich kannte, der war oben schwarz, in der Mitte ein heller Kern und unten nochmal schwarz. Und das trifft hier jetzt nicht zu. Und habe mir dann da ein Pröbchen von einpacken lassen. Und habe eine Pfeife davon geraucht. Und ja, ich bin begeistert, was ich bis jetzt sagen kann. Hätte hier vielleicht doch besser mal gleich eine ganze Dose mitgenommen. Wo ich aber eine Dose von mitgenommen habe, das ist die Nummer 41. Und dieser Tabak ist ein Latakia-Tabak. Und wie ich es ja schon erwähnt habe, ich habe viele Latakias schon probiert. Beim einen war der Geschmack zu schwach, beim anderen zu stark. Bei wiederum anderen hat es mir die Zunge taub gemacht. Und es waren absolut nicht meine Nummern und bin dann immer wieder zurückgekommen und ist auch Standardtabak bei mir. Das ist von Dunhill der Nightcap. Aber ich muss sagen, diese Nummer 41, die dürfte durchaus auf Augenhöhe spielen, denn es ist ein höchst interessanter Tabak. Und das ist auch der Grund, weshalb ich so zu Pfeifengeschäften fahre. Da interessiere ich mich weniger für Bentley, Solani, Stanwells und andere Tabake, sondern ich bin eigentlich fixiert bei solchen Besuchen auf die Hausmischungen. Und wie gesagt, es sind schon wieder 3 hinzugekommen und aus Amerika. Da möchte ich euch zeigen, da ist ein absoluter Renner von Gavis & Hoggard. Das ist die Balkan Mixture. Also ein absoluter Knaller. Und natürlich darf man da nicht mehr wie 3 Unzen bestellen.
so dass man mit Shipping Cost auf ungefähr 14, 15 Dollar kommt. Das sollte ausreichen und auch genügen, beim Zoll noch durchgewunken zu werden. Ja, Tabakhaus Krüvel, da gibt es dann auch ein kleines Broschürchen, möchte ich es mal nennen. Da sind also dann auch die Tabake aufgelistet. So, mit ihr die Hausmischung natürlich nur. Und ich zeige euch jetzt auch die Anschrift und die Adresse. Ja. Könnt ihr mal den Film stoppen, wenn ihr wollt. Und ja, ab 75 Euro ist die Lieferung versandkostenfrei. Und ich habe in Bielefeld eine sehr kompetente Beratung feststellen dürfen. Ich habe natürlich auch gezielt gefragt, aber Bedienung war sehr nett, freundlich, begehbarer Humidor, kleines, schnuckeliges Lädchen mit einem sehr angenehmen Ambiente. Und ja, die Aufnahmen gestalteten sich natürlich sehr schwierig, weil es war eine brütende Hitze. Es waren ungefähr, ja, schätze mal 30 Grad und schwül warm. Und während den Anstrengungen, weil ich war ja immer hochkonzentriert, die Kamera am Bewegen, da konnte ich mich weniger auf die Pfeifen und den Inhalt des Ladens konzentrieren, sondern vielmehr auf meinen Monitor und dass ich auch hier alles einfange. Und muss dann sagen, ich war triefend nass geschwitzt, so nass, dass ich mich fast vor Eintreten der Kundschaft hätte schämen können, dass die gesagt haben, was tritt denn hier für ein verpanschter Kerl in den Ladenraum hinein. Ja, Krüvel, auf jeden Fall eine Empfehlung. Jetzt macht sich für mich an diesem Punkt der Tabakatlas bewährt und er ist wertlos, wenn man nicht in der Gegend rumfährt. Wie ein Autoatlas, wenn man kein Auto hat, aber wenn man denn ein Auto hat und fährt irgendwo rum und kommt in eine Gegend, heute ist natürlich der Atlas durchs Navigationssystem ersetzt, aber wenn man denn in einer Gegend ist, so ist der Tabakatlas Gold wert. Und ja, ich bin ja dann auch fündig geworden und stoß somit auf das Tabakhaus Krüvel. Ja, ich wollte einige Kundengespräche gerne ausgeblendet haben, deshalb habe ich das Video mit Musik untermalt. Und es ist mir unbegreiflich, wie Helmut in einem seiner letzten Videos uns sein Ghetto Blaster vorstellt mit der Gruppe Sweet. Und ich muss sagen, Ballroom Blitz, das dürfte man bei YouTube sicherlich erkannt haben. Aber offensichtlich, lieber Helmut, hast du Glück gehabt. Dein Video ist durchgewunken worden. Und ich hatte ja die Probleme bei YouTube nach meinem Loma-Video, wo im Hintergrund irgendwo, ich habe es noch nicht mal richtig wahrgenommen, leise Musik lief. Und da sieht man dann auch, wie gläsern man bei YouTube schon ist. Ich kriegte dann 6 Minuten nach Einstellung des Videos gesagt, dass mein Video weltweit wegen Urheberrechtsverletzung gesperrt wurde. Ich habe ein Lied, was ich gar nicht kannte, von Fleetwood Mac abgespielt in der Sequenz, ich sag mal 13 Minuten 58 bis 14 49. Und ja, musste natürlich diese Sequenz rauslöschen und habe sie dann natürlich in meiner Loma-Beute nochmal hinten dran gehängt mit ebenfalls Musik untermalt. Aber gut, sei es drum. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß bei dem Besuch im Tabakhaus Krüvel. Und das möchte ich noch sagen, mir ging es nicht darum, jetzt mal einen kurzen Rundumschwenk zu machen und das war's dann, sondern dass ihr wirklich einen Eindruck von dem Laden bekommt. Daher habe ich sozusagen versucht, jeden Quadratzentimeter des Ladens abzuleuchten. Die weißen hässlichen Aufkleber, denkt sie euch einfach weg auf den Tabakdosen, überseht sie. Und ich sage jetzt ganz einfach, viel Spaß beim Zusehen und ich hoffe, ich habe euch ein klein wenig Freude damit gemacht. Also dann, bis bald und tschüss.
ich wieder zurück aus Bielefeld, aus dem Tabakhaus Krübel. Und ich muss sagen, der Nachmittag hat sich wirklich gelohnt. Es war schön, zwar drückend heiß und schwül und die Brühe lief halt nur so die Wangen runter. Aber wie gesagt, dennoch gelohnt. Krübel, ein feines kleines Tabaklädchen mit erstaunlicher Tabakauswahl. Hier und da auch sehr schöne Pfeifen und man hat eine nette und freundliche Bedienung. Und vor allen Dingen die Hausmischungen, die haben mich ja interessiert. Und da haben dann gleich drei Dosen den Weg zu mir gefunden. Ich werde sie erstmal probieren und dann eventuell darüber berichten. Auch in Tabakproben. Da habe ich noch drei Stück mitnehmen dürfen. Hat sich die Fahrt auch gelohnt, denn es sind ja Neuentdeckungen, auch alle sechse jetzt. Und auch in diesen Tabakproben waren die Jungs recht spendabel. Ich bin sehr nett und freundlich empfangen und auch bedient worden. Und wie gesagt, ein kleines Lädchen, begehbarer Humidor für die Zigarrenfreunde. Und Tabakauswahl, wie gesagt, ohne Ende, reichlich sortiert. Und hat mich sehr gefreut. Der Weg nach Bielefeld zu Krübel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich werde jetzt so nach und nach den ein oder anderen Tabak mal probieren. Also, toller Tag, alles super, macht's gut, bis bald, tschüss.